Hi, ja, wir stehen jetzt halt in der Nähe von Flinsbach, genauer gesagt bei Kierenstein, und hier gibt es die Ruine Kierenstein. Und da werden wir jetzt mal hochgehen. Das ist eine kleine Ruinenbesichtigung heute. Ich würde mal sagen, wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns gerne begleiten und dann gehen wir jetzt mal los. Wir haben leider jetzt schon Winter, aber Schnee liegt noch keiner, aber es ist wirklich kalt heute. Bäume sind auch schon nackert. Und jetzt geht es erstmal ein Stück bergauf auf so eine Wanderautobahn. Jetzt sind wir gleich auf der Ruine und wir waren schon mal hier oben. Das war im Sommer und da hat man von der Ruine gar nichts gesehen. Und die Videos zeige ich euch jetzt mal. Wie ihr gesehen habt, hat man da fast gar nichts gesehen. Es war alles zugewuchert. Und jetzt schauen wir mal, ob wir heute einiges sehen. Weil da oben ist sie schon. Und da gehen wir jetzt ganz rauf. Da oben ist sie jetzt, die Ruine Kierenstein. Die ist in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts erbaut worden und die Ruine liegt ca. auf 500 Meter über dem Meer. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir weiter und schauen sie uns von nahen an. Jetzt sind wir oben auf der Ruine und da steht hier so ein komischer Container. Also was das genau ist, wissen wir leider selber nicht. Aber wie man sieht, ist hier im Winter auch alles zugewuchert. Und wir sehen hier einiges mehr als beim letzten Mal, weil hier war fast gar nichts mehr zu sehen. Aber es gibt Mauerreste. Und jetzt schauen wir uns mal weiter um. Hier sieht man jetzt die Westwand und die wurde 2002 so stark beschädigt, dass man sie sichern musste. Und wie man sieht, ist die Sünde zu einer Art Spannbänder bzw. Holz gelöst worden. Und die Ursache dafür war ein großer Baum,
der umgefallen ist. Jetzt stehen wir auf der Westwand, jedenfalls dem Rest davon. Das ist eigentlich mehr oder weniger alles mit Schutt und Geröll und Erde aufgefüllt. Und wie schon gesagt, der höher liegende Teil musste gesichert werden. Im Hintergrund hört man gerade den Zug. Wir sind leider in der Nähe von der Straße. Aber hier sieht man auch noch lauter Steine am Boden liegen von der Ruine. Leider wird sich darum nicht mehr gekümmert. Wir gehen jetzt mal da unten lang. Da ist wieder die alte Bank. Das sind ja Schweine. Nehmen Hundetüten für den Hund mit, aber schmeißen es dorthin. Naja, wir gehen jetzt wieder auf den gleichen Weg zurück nach unten. Das Häuschen, was hier im Wald steht, ist ein Hochbehälter. Da oben sieht man nochmal die Ruine. Und da ist schon wieder so ein Kasten. Naja, wir gehen jetzt weiter da runter. Ja, jetzt sind wir gleich wieder an der Straße unten und da ist auch wieder der Parkplatz. Wir stehen jetzt hier am Kierensteinparkplatz. Ja, da unten ist irgendwie noch so ein Moor. Ja, wir sind jetzt wieder zurück. Wir sitzen auch schon wieder im Auto. Das war eine kleine Besichtigung. Aber wie man gesehen hat, es wird fast nichts gemacht bei der Ruine. Irgendwie schade, aber trotzdem mal interessant, die wiederzusehen. Ja, die Ruine ist sehenswert, aber wie hat schon gesagt, die fällt halt leider mit der Zeit immer mehr auseinander. Deswegen wäre da noch was hin, das sollte sich beeilen. Das stimmt, weil ich schätze noch ein paar Jahre und dann ist komplett zusammengefallen. Ja, das war's dann für heute und wir sehen uns dann bald wieder beim Wandern. Also dann, ciao. Ciao, servus.